Du Orangen. Hallo, Servus und Grüß miteinander. Herzlich willkommen im Stream von Among Us vom Zitronenarzt. Leute, wir sind hier ganz spontan mit dabei. Ich starte mal eine Aufnahme. Und jetzt gucken wir mal, wer hier noch mit uns mitspielt. Wir sind nämlich ganz wenig, nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Nein. Aber das sollten wir hinkriegen. Nach hier. 6. Hallo. 6 Leute. So. Jetzt bräuchten wir wieder jemanden, der den Server startet. Jo, ich habe dazu noch keine Rechte. Ganz kurz auf jemanden, der vielleicht noch dazukommen möchte. Kann ich dich boxen? Du sollst mich nicht boxen. Hau ab. Ich will nicht boxen. So, Leute, also ich bin dann mal raus. Dann sehen wir uns vielleicht gleich bei mir im Livestream dann, ne? Bis gleich, Duki. Okay. Also, jo, ciao, Duki. Wie lange haben wir noch? Bis gleich. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Kleine orangene Zitrone. Hast du rausgefunden, wie man diese Komfort-Dings rauskriegt, dass dieser bei der Bewegung halt dieser... Du öffnest das Menü, wo deine Karte auch drin ist, klickst unten auf dieses Zahnrad, gehst dann auf Gameplay und scrollst mit dem Pfeil rechts nach ganz oben. Und dann hast du die Sichtfeldeinschränkung und die kannst du ganz nach unten schrauben. Moment, kannst du einen Schritt zur Seite gehen? Achso, ganz nach Sichtfeldeinschränkung auf 0. Genau, das ganz nach links rüber. Perfekt, danke dir. Bitte. Gut. Oh, hallo. Endlich. Hallo. Papa, schau mal mich an. Jetzt heißt du wieder anders, jetzt heißt du Yellow. Oh, ich bin los aber geht's. Nicht. Es geht los, Leute. Einer unter uns ist da. Ich bin die Zitrone sein. Jetzt. Das heißt, ich muss... Schau mal, Papa, jetzt bin ich die Zitrone. Ja, du bist gelb. Ich hab Angst vor dir. Kill mich nicht. Denn ich bin dein Vater. Okay, mein Sohn ist heimtückisch. Es könnte sein, dass er skrupellos mich killen würde. Psst. Behebe die Sabotage. Er sabotiert. Scheiße, Oxygen! Wo, wer hat sabotiert? Wir müssen. Oh mein Gott. Hier macht jemand unser Raum kaputt. Nee, ich bin da lang muss ich. Ich bin schon wieder. Ich mach hier alles falsch. Ich habe noch 10 Sekunden Zeit, um die Sabotage zu lösen. So, ist hier schon jemand dran an der Sabotage? Leichte Runde. Oh, das war viel zu wenig Zeit. Ja, echt, ernsthaft. Ich habe mich total verlaufen. Naja, 30 Sekunden, glaube ich. Ich habe oben gemacht. Einer hätte zu dem anderen Raum gehen müssen. In Admin. Ich war in Admin und habe eingegeben. Sicher, Fidel. Ja, aber dann zu spät. Du siehst aus wie eine Orange. Nein. Ich bin eine Zitrone. Du bist eine Orange. Ich bin eine weiße Zitrone, eine gelbe Zitrone. Ja, Leute, dieser vorlaute kleine Kerl hier gerade vor mir ist mein Sohn, der mit mir spielt. Ich? Zitrone, du siehst aus wie eine Orange. Psst, so laut, dich hört die halbe Welt. Blackjack, ich weiß, dass dein Kind... Oh mein Gott, leck mich doch am Arsch, schon wieder wird sabotiert. Oh, das darf ich nicht sagen. Wo? Achso, ich kann auch einfach noch die Pfeile... Nicht bemerkt. Was ist denn? Wo denn? Wo ist denn der zweite Fall? So, hab ich eigentlich. Boah, ich kann auf mich hier noch. Muss doch hier sein. Ich hab umgerettet. Ja. Wer macht denn den Mist hier? Du bist es doch, oder? Komm, gib's zu. Stoffel! Nee, Stoffel ist der Killer. Ich spür das. Stoffel redet nicht mit mir. Geh weg. Stoffel ist der Killer. Ich spüre es. Achtung, Stoffel. Ich spüre das. Ich will jetzt schon abstimmen. Hier, komm. Du darfst noch. Nein, das war ein Spaß. Ich will noch nicht abstimmen. Ich will erst noch jemanden umbringen. Oh, Blackjack, hau ab. So, Aufgabe ist auch aufgehört. Oh. Ach, geh weg. Hau ab. Stoffel, hau ab. Ich weiß genau, was du vorhast. Ich brauche einen Zeugen. Bleib mal hier. Stoffel ist der Killer. Ich brauche einen Zeugen. Das dachte genau der Richtige.
der mir die ganze Zeit hinterherläuft. Hau ab, Stoffe. Stoffe ist der Killer. Ja, von mir aus. Ich töte du den halt. Wunderbar. Ist kein Killer. Es muss. Ja, ich wollte überprüfen, ob hier zufällig irgendwo eine Leiche liegt. Ja. Ich trau dir auch nicht. Ich geb dir gleich eine Leiche. Wo bin ich denn lang? Hier lang. Ich sag, es ist Stoffel. Leute, echt, Stoffel hat sich so verdächtig benommen schon die ganze Zeit. Was? Ich war die ganze Zeit mit anderen aber unterwegs. Also, ja, genau. Jetzt zuletzt mit, wie heißt die Dame? Da. Die habe ich zuletzt gesehen. Und ja, komisch, das und er ist mir die ganze Zeit hinterhergelaufen, ich bin weggelaufen. No, und dann habe ich immer den Schutz erzählen, vom Nick gesucht. Ich traue dir nicht. Du siehst so verdächtig aus. Nein, du. Wo war denn die Leiche überhaupt? Sehr gut andere Menschen. Die war hier im Lager bei diesen Benzinpumpen. Ja, da waren wir gar nicht. Wo waren wir denn? Stoffel war's. Wir waren hier hinten bei Navigation sind wir gewesen. Stimmt, genau. Da bin ich gerade raus. Ja. Und im Lager war die Leiche. Wo war Orange? So, Orange. Hier hat dich irgendjemand gesehen? Orange. Also ich. Aber also Nick war bei mir in der Nähe. Ich bin einmal weggegangen, da habe ich noch nicht gehört. Ja, das kann gut sein. Also, er will es auf mich schieben und macht das richtig intelligent. Du bist ein Schlingel, bist du. Nee. Du bist ein richtiger Schlingel. Und in der Zeit hätte man geschafft, da hätte ich auch schon jemanden. Ich spüre einfach so gewisse Schwingungen von dir und die sind sehr negativ. Negative Schwingungen. Das ist auch sehr gut, ja. Nein, aber also ich gehe davon aus, dass der Docke selber ist. Wer hat die Leiche denn eigentlich gefunden? Zoe, du musst abstimmen. Entschuldigung. Okay. Guten Flug. Ich. Tschüss. Und? War kein Verräter? Es war Stoffel, jetzt glaubt es mir doch. Ich hab aber echt mit gerechnet. Hättet ihr mal auf mich gehört. Oder Nick. Oder Nick. Die Dame ist safe. Definitiv. Mit der bin ich gelaufen. Die ist safe. Definitiv. Dann also Nick war auch die ganze Zeit bei mir. Leute, merkt es nicht, dass es Stoffel ist. Papa, siehst du mich? Ich wollte gerade sagen, was siehst du mich? Was denn? Siehst du mich? Ich sehe dich. Du bist eine Schnecke. Schau mal dort. Aber schon komisch, Blackjack jetzt den nächsten. Ja, aber Blackjack will jetzt den nächsten rauswerfen. Und das ist nicht verdächtig? Merkt ihr nicht, wie Stoffel die ganze Zeit von Kopf und Kragen redet? Merkt ihr das nicht? Stoffel ist die ganze Zeit am Quatschen, der will von sich ablenken. Der quatscht die ganze Zeit. Stoffel will von sich ablenken. Nee, Stoffel war eben. Stoffel ist es. Ihr glaubt es mir auch nicht, ne? Stoffel für uns gewesen. Den habe ich auch gesehen. Ich kann nicht mehr abstimmen. Wieso kann ich nicht abstimmen? Weil du tot bist. Ach, mich haben sie rausgeschmissen? Ja, dich haben sie rausgeschmissen. Ach so, habe ich gar nicht geschnallt. Oh, guck mal, Stoffel redet sich trotzdem im Kopf und Kragen, aber es ist Stoffel. Wieso heiße ich Yellow? Ich heiße doch wie auf dem Ich heiße Yellow. Ey, wieso glaubt mir keiner, dass es Stoffel ist? Papa, wir müssen Leute, es muss Stoffel sein. Nick hätte mich am Anfang töten können. Dann musst du das sein. Ich bin ein Geist. Du bist tot. Beende deine Aufgabe. Nein. Ich kenne Nick. Den mit dem Mein Gott. Ich hab dich doch auch nicht getötet. Können mich andere eigentlich noch hören? Oder kann ich gar nicht mehr mitreden? Aber doch, wir können, ich bin auch ein Geist, wir können uns unterhalten. Aber wir können uns hören. Es glaubt mir keiner, dass es Stoffel ist. Doch. Es ist Stoffel. Ja, ich habe Stoffel genommen. Aber er redet sich um Kopf und Kragen, weißt du? Schau mal. Ja, das stimmt. Irgendwie sehen wir eher aus wie Schnecken als Geister. Ich bin mir nicht sicher gefühlt, ob die Situation, ob ich alleine bin oder so. Ja, sehen die anderen uns noch? Nee, die können uns nicht sehen. Ja, vielleicht. Und bringst das Ganze jetzt.
Genau. Ja. Ich glaube, das ist so eine Masche von dir, ne? Das ist aber auch cool gemacht mit der Stimme, ne? Dass man so komische Stimmen jetzt hört. Ich habe erst gedacht, die Verbindung wäre schlecht. Das ist deine Entscheidung. Aber ja. Ja, ist klar, dass du dagegen bist. Keine Ahnung. Ja. Ja, endlich! Endlich! Na, endlich! Es war schon immer Stoffe. Ich hab's. Müsste. Glaub mir keiner. Nochmal erneut spielen. Ich hab's von Anfang an gesagt. Wieso glaubt mir denn keiner? Und ich hab dir noch geglaubt, dass du nicht der Verräter wärst. Du hast mich umgebracht beim Hunden. Stoffel, aber du hast dich ja im Kopf und Kragen geredet, dass die Leute so auf dich reingeflogen sind, ne? Du hast dich so im Kopf und Kragen geredet. Das ist doch Sinn und Sache richtig, des Spiels, oder nicht? Richtig. Du warst nur am Quatschen. Die anderen konnten gar nicht mehr überlegen. Aber die haben mich beim Pumpen umgebracht. Ich habe endlich fertig gepumpt. Als Geist. Oh, schade, Besatzung. Das ist ein Verräter unter uns. Leider. Angst vor dir. Komm her, komm her. Nee, er will mich umbringen. Hilfe. Erstmal das Ding wieder runterholen. Oh, schon wieder sabotiert. Geht aber schnell. Ständig rumsabotiert. Wir haben ihn verlaufen. Vom Bergtor. Ich verstehe nicht, was ich mir in der Hand machen soll. Achso, jetzt habe ich es hingekriegt. Ja, es mussten zwei Leute sein, deswegen. Ich kann hier, hier sind zu viele Zeugen, ne? So, hey, du. Wie Zeugen? Hier wird es jeder sehen, ne? Ich geh mal weg. Hallo? Zoe ist Mörder. Nein! Erzähl nicht sowas! Einfach hier Gerüchte streuen, das finde ich doof. Nee, ich spür das. Das war wie bei Stoffe. Nee, du spürst. Nee, da spielst du was ganz Falsches. Ja, hast du eine Ahnung? Du kennst meinen siebten Sinn noch nicht. Ich halte dich im Auge. Nee, den kenne ich wirklich nicht. Mach das. Du hast dir geschickt. Es ist Zoe. Hallo. Ich weiß es. Wieso? Es ist Zoe. So, ich muss Aufgabe dann gehen die Mitte und drück den Knopf, wenn du das doch weißt. Nein, ich habe ja keine Beweise. Hier, ich habe eine Leiche gefunden. Okay, Zoe kann es nicht gewesen sein. Nee, ich und Zoe, wir waren gerade zusammen gewesen. Ja. Orange. Ja, Orange ist vorgelaufen und Stoffe ist hinterhergelaufen. Das habe ich gesehen. Es ist mein heimtückischer Sohn. Achso, du bist tot. Wo ist der? Yellow. Ich bin tot. Also, wenn es Zoe nicht war und Stoffe. Stoffe. Wo war die Leiche denn? Wo war die Leiche? Ja, genau. Wo war die? Im Reaktorkern. Im Reaktorkern, sagt man so. Im Reaktor. Wo waren wir denn gerade? Nee. Boah, aber Zoe hätte vorher schon Zeit gehabt für den Mord. Nee, ich sag trotzdem Zoe, die hatte schon vorhin Zeit für den Mord. Wir waren, wir waren Antrieb unten gewesen, genau. So, stimmt. Und dann ist Orange rausgelaufen und Stoffe hinterhergelaufen. Orange hat mich die ganze Zeit verdächtigt, hat mir mal irgendwas erzählt. Stoffe habe ich gar nicht gesehen. So, du warst bei mir. Du bist es. So, genau, einer von euch beiden ist es. Ja, die war aber vorher noch bei mir. Die Leiche könnte ja schon mal da liegen. Na gut, das kann einer mal. Ja, also ich war die ganze Zeit mit Blackjack alleine in Electrical und wir haben uns relativ gut in Ruhe gelassen. Also das war ganz gut. Genau. Also dann könnt ihr beide das, dann musst du das gewesen sein, Orange. Kann ja nur Orange sein, weil er war der Erste, der auch wieder abgehauen. Du beschuldigst mich die ganze Zeit. Ja, die ganze Zeit hast du mich beschuldigt, dabei hast du jemand auf dem Gewissen. Du oder Blackjack. Abwählen. Blackjack war es in Electric, das passt ja nicht. Ich werde euch als Geist auslachen, dass ihr falsch entschieden habt. Ja. Ich werde euch sowas von auslaufen. Das glaube ich nicht. Könnt ihr schon ins Feuer. Tschüss. Guck mal, was also da wenn steht. Stoffe und Blackjack in Elektrik waren. Verräter. Papa, schau mal. Schau mal rüber.
Also einer von euch. Nee. Ja, natürlich. Wo, ich habe den Punkt schon ganz hier, wo ich ihn zeige. Ich sehe deine Hände nicht. Ich war noch nicht einmal Verräter gewesen. Ich denke, ihr wart gerade in der Elektrik gewesen. Ja, und dann sind wir doch für euch Antrieb umgekommen. Das war ein Beigegeben. Jetzt konnte ich nicht mal aufnehmen, was die anderen reden die ganze Zeit. Und Stoff und Orange sind abgehauen. Die beiden waren allein. Und wir waren es zusammen. Ist Zoe sieben Antrieb unten und dann wurde die Leiche gemeldet. Kann es immer noch Stoffe ist sein. Zoe. Ja, also ich weiß es nicht. Einer von euch also beiden. Der Doc hat die ganze Zeit Stoffe. Gesagt, dass sie es. Doc hat die ganze Zeit gesagt, dass ja, sie es ist. Von das daher. Stimmt. Adieu, le bleu. Nee, ich bin's wirklich nicht. Ich bin's wirklich nee, nicht. Nee, nee. Aber ist so klar, dass ihr das sagt. Nein, Stoffe. Aber so. Stoffe ist klar, dass du das sagst. Hallo, Stoffe, so ist raus, weil so ist die Antrieb unten. Ich kann deine Hände sehen. Siehst du meine? Ja, wenn du sie weit genug raushältst, schon. Und danach wurde Rui Leiche gemeldet. Ich will zuhören. Nein, Rui, Stoffe. Spring ins Feuer. Spring ins Feuer. Ich bin nicht raus. Ich bin nicht raus. Mag. Du bist raus. Tschüss. Tschüss. Was? Oh! Du bist so frech, ey. Du bist so frech. Das war doch frech. Oh. Boah, so ein diabolisches Lachen. So ein diabolisches Lachen, Leute. Ich bin immer böse. High five. Okay. Auch ihr. Das war aber tschüssi, gut geschieht. Tschüssi, 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 aber tschüssi. Aber ich müsste echt drauf achten, es sind immer die Leute, die am meisten quatschen. Die Mörder. Ja, richtig. Du hättest aber ich bin eine Frau, ich rede auch viel. Ich habe ja die ganze Zeit so gemacht. Aber du hast hier zum Schluss weniger gequatscht als Blackjack. Das stimmt. Ah, herrlich. Sind wir durch? Oh, ach so, wenn sich irgendjemand rausgeht? Jetzt. Ich bin der Horst. Adieu, Stoffel. Naja, also zu viert, ich weiß nicht, ja, zu viert nee, bringt zu das viert doch kaum was. Ja. Da braucht er ja nee, nur zwei umbringen. Ich würde aber auch rausgehen jetzt. Weil ja. Mir wird also, ein bisschen komisch hier. Dann würde ich jetzt auch mal den Stream beenden. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kleines Video vom Doc und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Tschüss! Tschüss!